So, heute haben wir wieder mal ein kleines Tutorial für euch. Es geht um RAM-Speicher und zwar für den 27 Zoll iMac, den neuen. Das hier sind vier Riegel, Soden 204 Pin Arbeitsspeicher, 600 MHz, 8 GB, also insgesamt 32 GB. Hier im Hintergrund verpackt ist der iMac, das ist die neue Generation, 27 Zoll, Intel Core i7, 3770, ein 3 TB Fusion Drive und eine Nvidia GTX 680 MX. Allerdings habe ich nur 8 GB RAM da drin, denn wie ihr wisst, verlangt Apple für das 32 GB Upgrade satte 600 Euro. Für 32 GB RAM muss man allerdings je nach Händler nur ca. 150 bis 160 Euro bezahlen. Und damit ihr auch, falls ihr euch entscheidet, einen iMac zu kaufen, den etwas günstigeren Weg gehen könnt, zeige ich euch, wie wirklich einfach das bei dem Gerät ist. Deswegen packen wir ihn schnell aus, schauen wir, ob er läuft, und dann zeige ich euch, wie man den RAM wechselt. So, ausgepackt und verkabelt. Schauen wir mal, ob der Rechner überhaupt läuft. Das schaut doch soweit. Und dann können wir das Teil schon einrichten. Dann melde ich mich gleich wieder. So, iMac erfolgreich gestartet und konfiguriert. Wie ihr sehen könnt, 8 GB RAM sind zurzeit installiert, aufgeteilt auf 2 4 GB Riegel. Und als nächstes kommt dann der Wechsel auf die 32 GB. Der RAM ist von der Firma Crucial. Mal kurz scharfstellen. Wie ihr den bekommt, wenn ihr genau den haben möchtet, schreibe ich dann noch in die Videobeschreibung und in Text. Und tja, dann bauen wir mal um. So, Rechner aus und umgedreht. Ich empfehle euch dringend, irgendeine weiche Unterlage drunter zu legen, damit ihr das Display nicht zerkratzt. Und während beim 21,5 Zoll der RAM-Wechsel wirklich eine Krux ist, ist es hier relativ leicht, da sich eine praktische Klappe direkt über dem Netzanschluss befindet. Und hierhinter sind die RAM-Steckplätze. Um diese Klappe zu öffnen, ist beim Netzstecker ein kleiner Knopf, den ihr am besten mit irgendeinem langen, dünnen Gegenstand, ich habe hier einfach mal ganz kleinteilig einen Pinsel genommen, eindrückt und plöpp, schon geht die Klappe auf. So, hier sind wie gesagt die RAM-Steckplätze und hier sind zwei Hebel, die auch einen Pfeil nach außen haben. Wenn ihr jetzt leicht diesen nach außen zieht, könnt ihr die Steckplätze anheben. Und seht jetzt, dass hier bereits zwei Riegel drin sind. Das sind die jeweils 4 GB, die 8 GB Auslieferungszustand ausmachen. Und tja, damit die anderen reinkommen, müssen wir hier natürlich erstmal Platz machen. Dazu, wegen der Kamera sehe ich nichts, müsst ihr einfach nur ganz vorsichtig rausziehen. Da sind keine Klemmerchen oder ähnliches, was sie festhält. Für jeden, den interessiert, um was für Riegel es sich handelt, ich schreibe das auch nochmal in die Videobeschreibung, denke ich. So. Wenn ihr jetzt auch eine Sache, falls ihr ein Upgrade um 16 GB machen wollt, also auf 24 kommen wollt mit den vorhandenen Riegeln, lasst die vorhandenen einfach drin und erweitert dann die Steckplätze, die restlichen, um den anderen RAM. Wichtig ist, dass ihr immer
parallele Steckplätze nutzt. Also 1 und 3, 2 und 4. Standardmäßig sind die Riegel auf 1 und 3 drin. Ihr könnt also relativ wenig falsch machen, wenn ihr noch weitere ergänzen möchtet. Wichtig hierbei ist, dass ihr möglichst für die Pärchen immer gleichen Speicher benutzt. Ansonsten kann das sogenannte Hyper-Threading nicht genutzt werden. Das noch nebenbei. Wenn ihr das Full-Upgrade macht und alle Riegel gleich sind, dann ist es sowieso relativ schnuppe. Entsprechend können wir das wahlweise bestücken. Da alle Riegel gleich sind. So, ich gehe da mal rum. So, wichtig auch, den Rahmen nicht falsch rum reinstecken. Ist eigentlich nicht schwierig. Hier ist ein kleines Loch. Unten ist auch ein entsprechender Widerstand. Und so könnt ihr eigentlich nicht viel beim Einbau falsch machen. Gerade rein. Vorsichtig reinstecken. Bis ihr Halt habt. Und so einfach alle, ja toll, im Hintergrund schleudert die Waschmaschine, alle Riegel montieren. Das dauert ein paar Momente. Sorry, ich mache ja schon. Schön gerade und fest rein. Und Nummer 4. Tja, 32 GB RAM ausstaffiert. Das Ganze wieder in seine Parkposition gebracht. Und Klappe wieder drupp. Wunderbar. Sitzt, wackelt und hat Luft. Mit anderen Worten, das war's bereits. So einfach ging der Rahmenwechsel und dass alles geklappt hat, oder ob alles geklappt hat, schon. Ein kleines Äpfelchen, das schaut gut aus. Wunderbar. So, jetzt logge ich mich schnell ein und dann der kleine Beweis, dass die 32 GB auch korrekt erkannt werden. So, und da sind wir auch schon wieder bei den Systemeinstellungen, wie man sehen kann. 32 GB RAM, alle Slots belegt mit jeweils 8 GB, DDR-Dateispeicher 1600 MHz, alles läuft. Kostenpunkt hier, um genau zu sein, 155 Euro und ein paar zerquetschte, sowie 5 Euro Versand von der Firma Crucial aus England bestellt, war innerhalb von einem Tag da. Preis bei Apple, satte 600 Euro. Dafür haben wir jetzt noch lustig hier irgendwo. Ah, wo haben wir sie denn? 8 GB rumfliegen, die wir theoretisch an die Wand tackern könnten. Was ich damit genau machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht findet sich ja ein glücklicher Abnehmer. Also habt keine Angst, euch, wenn ihr mehr als 8 GB RAM braucht, selbst welche Zonen denn einzubauen. Das ist wirklich irrsinnig einfach. Ich schreibe euch auch noch, welche Kombinationen alle möglich sind. Ihr habt ja gesehen, irrsinnig schnell reingesteckt. Den meisten Teil dieses Videos macht mein Gelaber aus. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in den Kommentaren. Und tja, das wär's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten iMac.